Und damit sind wir wieder im Stardew Valley. So, Queen of Sauce. Poppy Seed Muffins. Poppies make beautiful ornament flowers. But why not make full use of the plant with these delightful muffins? I'm a huge fan of poppy seeds. They are subtle, but they add a nice flavor and great texture to bready desserts. And they are healthy. Ha, wird's gelernt. Super. Oh, heute haben wir ganz viel Anti-Glück. Schön. Morgens das Eisfestival. Da gibt es wieder diese Eisfishing Competition. So. Very impressed. Euer Reward. Das war für Level 25 in der Sky Cavern. Das war auch sehr schön. Tomorrow we are all gathering in front of Marnies house for the Festival of Ice. Wissen wir. Von daher. Gut, dass er uns dahingehend informiert hat. Im Zaun ist echt nicht viel übergeblieben. Es ist alles auseinandergebrochen. So, schön alles aufsammeln. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So. Sehr gut, alle erwischt. 7 Eier. Kann man sehen. Hoffe ich. So. Ach komm. Ist ja schon nur noch so wenig Tor und dann läufst du trotzdem dran vorbei. Super. Aber ich hole mal kurz einen Trüffel. Oder auch nicht. Hier hingepackt. Hätte ich nicht welche eingelagert? Denn da war jetzt einer drin, aber habe ich nicht gesucht. Gut, dann habe ich das schon gemacht. Nein, ich bin nicht so ein bisschen verpeilt oder so manchmal. Das ist normal. Oh je. Es wächst und gedeiht. Guten Tag. Goatee McCoatface möchte nicht. Interessant. Nein. Echt schwierig, dafür zu sorgen, dass du alle Tiere melkst. Halt ohne irgendwie was zu übersehen. Die alle die ganze Zeit rumrennen. Nein, ah, oh, und vor allem, wenn du sie nicht triffst. Haben wir dich schon? Ja, ne? Okay. Ja, der Vorteil bei Harvest Moon war dass die Kühe. Guck mal, einmal große Milch. Dass die Kühe da ein bisschen träger waren. Das heißt, die sind nicht so viel rumgelaufen, zumindest wenn man im Stall war. Das Ernten oder das. Ja, das Ernten ist gut. Das Melken etwas einfacher gemacht. So. Ich brauche mal einen großen Geräteschuppen, wo ich die ganze, also den ganzen Kram hier hinpacke, den ich hier so habe. Ich könnte natürlich die Dinger auch einfach an den Stall dran bauen. Ist auch eine Möglichkeit. So. So. Dann müssen wir mit zum Schmied. Das ist fürs CC und. Ja. Ich meine, wir können ja mal gucken, ob wir zufällig den Traveling Card unten antreffen. Vielleicht hat er eine Entenfeder, wer weiß. Wäre eigentlich ganz praktisch. Ah, er ist schon mal da. Okay, machen wir das so.
Ohne Verkrow. Ja, die kaufen wir auch. Country Lamp. Nee. Hulk. Man kann ja auch nichts verkaufen. Man kann bla bla bla. Schade. Dafür haben wir jetzt die Möglichkeit. Wobei es natürlich. Naja. Hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt, wenn wir dann für 800 das Ding einkaufen und 500 als Belohnung kriegen. Aber ja, wenigstens ist die Quest dann weg. Demetrius ist dann besser gelaunt oder keine Ahnung. Ja, es könnte noch ein bisschen dauern, bis ich eine Entenfeder kriege, glaube ich. Ich meine, ich habe auch nur eine Ente, aber trotzdem. Ich kann ruhig mal eine Feder verlieren. Weil in dem letzten Jahr, in dem sie bei mir auf der Farm war, hätte sie das mal ruhig machen können. Need something built? Nö. So. ...750, okay, naja. Ja, plus minus null ungefähr. Ja, Iridium Bar. Ja, der Zauberer braucht einen Iridium Barren. Stell dir vor, was ich alles im Lager habe. Nämlich, genau, warte. Null Iridium Barren im Moment. Prehistoric Tool. Ach, das können wir spenden. Wir müssen ja eh noch zum Schmied. Können wir auch direkt beim Museum vorbeilaufen. Mixed Seeds ist auch immer das erste, was ich drin wegwerfe, wenn ich die Gelegenheit dazu kriege. Immerhin kann man die ganzen Abfallsteine hier direkt mit einem Schlag erledigen. Ich habe den Eindruck, dass es bei der Spitzhacke vielleicht Sinn machen könnte, dass man die noch auf Iridium upgradet. Kann man alles one-hitten, wahrscheinlich. Da hoffe ich mal. Jetzt am Line. Bei den anderen Sachen weiß ich irgendwie nicht. Ich meine, bei der Hacke zum Umgraben wäre es vielleicht auch noch nützlich. Aber weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Kosten-Nutzen-Verhältnis. Bei der Gießkanne ist es sowieso ein bisschen unsinnig. Wir werden eh hauptsächlich Sprinkler haben. Und da reicht eigentlich auch der aktuelle Gießkannenstand schon sehr gut aus, sag ich mal. Na, die machen nicht so lange, ne? Vielleicht sollte ich dann jetzt direkt mal runterrennen. Wie, ich bin jetzt zu spät losgelaufen. Das wäre dämlich. Ja, mein treues Pferd, sofern es am Baum vorbeikommt, wird mich geschwind tragen. Bin auch mal gespannt, was passiert, wenn dieses Glittering Boulder da entfernt wird. Also dieser komische Stein, der da an der Wand hängt. Direkt neben dem Eingang der Mine. Wahrscheinlich noch eine zweite Mine. Schätze ich mal. Würde irgendwie Sinn machen. Hat sogar die Hände bei dem Rollstuhlfahrer animiert. Not bad. Warte mal, was machen wir jetzt zuerst? Ach, jetzt waren wir schon beim CC eigentlich und sind drauf vorbeigelaufen. Sehr gut. Nate. Würde gut hier hinpassen. Das dahin und dann ist gut. Ja, passt doch. Vorher mal in seinem Müllkram und dann mal gucken. Sehr gut. Was bietet ihr eigentlich? Ja, okay. Nicht so viel.
ich nicht auch noch Standard-Geodes? Komisch. Hämatit. Und Eisenerz. Und das war's. Komisch. Ach ja. In der Reihenfolge arbeiten wir nochmal, ne? Würde gut hier unten hinpassen vielleicht, aber ich pack's mal noch da. Sortiere ich irgendwann mal schön, wenn ich alle fertig habe oder alle habe. Oder fast alle habe, sonst kann ich das ja nicht mehr sortieren. Das wäre blöd. Ob die Entwickler daran gedacht haben, man die Sachen auch noch sortieren kann, wenn man alle Artefakte und allen Kram gespendet hat? Das Museum ja nichts wegwerfen oder wegnehmen oder ins eigene Inventar packen. So, geben wir mal hier den... Ja, ist gut. Den Bait wieder rein und den anderen Kram raus. Hallo? Direkt wieder, ne? Nachschub rein. Na ja, gut, ich meine, wenn die Crabpots keinen Dings mehr brauchen, kein Bait mehr brauchen und vor allem keinen Müll mehr fangen, dann weiß ich gar nicht, was ich alles rauskriegen soll. Immer irgendwelche Muscheln und, keine Ahnung, Muscheln und Schrimps oder was. Mehr bleibt ja dann gar nicht. Ach so. Ah, guck mal. Ja, erstmal ein bisschen Kram hier verkaufen, den wir sowieso nicht brauchen. So. Da überlege ich jetzt gerade Trap Bopper. Ah, Slower Escape. Nehmen wir das Ding mal. Wir nehmen einfach beide. Und fertig. Jetzt macht er gleich Feierabend. Sehr gut. So, aber nichts. Da kann ich jetzt wahrscheinlich nicht in die Tonne greifen. Doch, kann ich. Gut. Interessant. Diese sind dämlichen Aal finden. Was tue hier so? Today I'm just going to relax and think positively. Ja, das mit dem Positivdenken ist manchmal nicht so einfach. Das ist dann schon mal gut, wenn man sich einen Tag dafür nehmen kann. Nee, warte mal. War das hier? Nur noch Aal und... Ja gut. Die ganzen Wirrwarrfische. Enchanters Bande. Passenderweise. Weil wir ja gerade eine Quest vom Zauberer gekriegt haben. Da gibt es 5 Goldbarren für, das wussten wir ja schon. Und es fehlen jetzt noch 4 Bundles. Wir brauchen einmal die... Warte mal. Die Duckfeather brauchen wir. Also diese Entenfeder. Dann hier einmal eine Marky Roll und Fiddlehead Fern. Gibt's im Sommer und die anderen Sachen, also die Fische gibt's wahrscheinlich auch überwiegend im Sommer. Ich glaube, da war sonst keine Möglichkeit, um an Sachen zu kommen. Wie weit werfe ich wohl auf Maximum? Ah, wahrscheinlich so bis hier ungefähr. Und das war's dann. Jetzt habe ich das Ding gar nicht dran gemacht, was ich gerade gekauft habe. Das war intelligent. Wobei ich habe gleich... Ja genau, das ist ja... Dann sind wir raus. Wir nehmen erstmal das hier. Ja, dann nicht so weit. Wenn der Fisch natürlich nicht wieder schlagartig nach unten geht, dann merkt man diesen Vorteil von dem Leier nicht so sehr. Wobei es jetzt immer noch am Springen war. Ach, guck an, Schab brauchen wir.
nämlich auch ein CC-Bundlefisch. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte entspannen. Ich möchte angeln. Was ist hier los? Er hat sich erstmal eine Zigarette angezündet. Ah, sehr gut. Das haben sie animiert. Das ist ja lustig. Was ist mit so einem Pixel? Oder mit zwei Pixeln? Sie ist ja da. Die glimmt und ein Stück Zigarette. Sehr gut. Wobei, man weiß ja nicht, ob es Zigaretten sind. Na? Na, Fisch? Komm her. Okay, alles klar. Es ist die Zeit für Chubs. Gehört, die gibt es jetzt öfters. Bullhead. Brauchten wir auch fürs CC, haben wir aber schon abgegeben. Um Fisch. Los? Jawohl. Ja, perfekt. Hm. Ich hab's braucht die Welt, ne? Oder was? Hm. Drei Stück habe ich davon jetzt. Ne, vier. Hä? Oder brauchen wir den doch nicht? Hä? Irgendwas brauchen wir den doch. Ich bin ein wenig irritiert. Hm? Oder war das ein Bundle, was wir schon abgegeben haben? Das ist ein bisschen blöd, dass man die alten Bundles nicht einsehen kann. Sunfish, Catfish, Shed. Haggard Road. Und hier ein Aal. Okay, dann brauchen wir es doch nicht. Was? Ach. Hm. Nun. Das war wahrscheinlich bei einem anderen Bundle. Das haben wir, glaube ich, schon abgegeben. Aber sicher bin ich mir gerade nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Und was ich sehr lustig finde, ist, man kann ja hier eine Joja-Mitgliedschaft kaufen. Irgendwie 5000 Gold oder so. Und wenn man das macht, dann wird das Community Center... Wow. Böser Fisch. Ist er, ganz ehrlich. So mal sowas fangen. Warte mal. Nee. Aber das war doch jetzt Unsinn. Ich wollte doch das Ding austauschen. So, das kommt da rein und das kommt da rein. Ja, man kann hier ja eine Joja-Mitgliedschaft kaufen. Kostet 5000 und dann wird halt das Community Center nicht durch die Bundles repariert, sondern es wird halt zu einem Warenhaus von Joja. Und dafür kriegt man halt nicht diese Vorteile, die man jetzt so durch das CC kriegt. Also hier das, zum Beispiel dieses Friendship-Teil gibt es da nicht. Und die ganzen einzelnen Belohnungen halt auch. Okay, welchen Vorteil hat mir dieses Ding jetzt gebracht? Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber der Punkt ist, wenn du angefangen hast, die Bundles zu erledigen und dann diese Joja-Mitgliedschaft kaufst, dann kriegst du keine von den Belohnungen quasi. Es gibt am Ende eine Belohnung dafür, dass du das CC gerettet hast quasi. Und es gibt einen dafür, dass du das mit Joja gemacht hast. Aber beides kannst du nicht auf einmal abgreifen. Und wenn man dann halt beides macht quasi, dann kriegt man keinen von beiden. Und der Witz ist, wenn du das Community Center aber fertig hast und dann zu Joja gehst, dann verschwindet dieser Morris, glaube ich, ist das, also der Joja-Typ. Und Joja macht hier pleite, wenn du die Mitgliedschaft kaufst, nachdem du das CC komplett fertig hast. Das ist irgendwie ganz lustig. Kannst du Joja nochmal richtig trollen. Und ich habe festgestellt, dass man Saatgut da nur gegen Aufpreis kriegt. Also Saatgut ist da teurer als bei Pierre, außer Sonnenblumensamen lustigerweise, die sind günstiger. Oder relativ viel günstiger.
Ja. Und die normalen Sachen sind, glaube ich, tatsächlich günstiger. Also hier Mehl und sowas halt, die normalen Kochzutaten, die man auch so bei Pierre kaufen kann. Ach komm, ich will noch mal diesen Agrofisch haben. Scheint nicht so gut auszusehen, was den Agrofisch angeht. Jetzt sollte ich gleich mal ein bisschen Käse essen, aber es lohnt sich kaum. Tag ist fast zu Ende. Nee, auch kein Agrofisch. So, jetzt muss aber mal hier was kommen. Ja, danke. Das habe ich nicht gemeint. You're starting to feel exhausted. Ja, da ist er, der Agrofisch. Und da ist er auch schon wieder weg. Danke. Oh, in 8er-Schritten zieht mir das Ausdauer ab. Oh, das kann doch nicht sein. Jetzt mal gut, Fisch. Was willst du denn da wieder? Ist der Agrofisch oder was? Nee. Nicht der Agrofisch. Auch ein Agrofisch, aber nicht der. Na, komm, das Holz packen wir mal weg. Eigentlich auch die grünen Algen. Und vielleicht. Brauche ich noch irgendwas über, was man essen könnte? Ja, esse ich halt Käse. Ist auch egal. Wobei ich jetzt eh gleich fahre. Sehr intelligent. Aber so viel hat das hier nicht gebracht. Nein. Aus Reflex. Sehr gut. Kann auch sein, dass das einfach ein Pike ist. Jetzt bleibt doch mal ein bisschen ruhig hier. Wie wär's? Soll sehr gut sein, dass das eigentlich der Pike ist, der mich da so ärgert. Weil das ja auch so ein Agrofisch ist. Das ist nämlich auch wieder einer gewesen. Da habe ich wahrscheinlich auch gerade wegen dem so verkackt. So einen Wurf geben wir ihm noch. Aber 8 Ausdauer? Überrascht mich. Allerdings, ja gut, ich habe das auch noch nicht fertig geskillt. Ach ja, weißt du, ist auch okay. Die grünen Algen kann ich verzichten. Haben wir noch was fürs CC? Ich glaube nicht, nee. Vielleicht dann auch richtig laufen. Zack. Nachts um kurz vor 1 einfach mal durch die Stadt reiten. Schön mal das Kopfsteinpflaster. Nein. Clay. Okay. Ich sollte auf jeden Fall bei der Verkaufsbox anhalten. Oh. Bier kann ich mitnehmen, aber da ist mein Inventar gerade zu voll für. So. Das werden wir alles mal kaufen. Das auch. Ja, das war's eigentlich. So. Perfekt. Wir packen hier noch eben die Milch rein und dann gehen wir schlafen. Das Wetter. Ja, wird gut sein. Okay. Level 7 Fishing. New Receipt. Korkbobber. Und Treasure Hunter. Und Crafting Receipt. Aha. Erzähl mir mehr.
Egal, was für einen Hopfen ich da reinpacke, es sind immer 6300. Wer auch immer gesagt hat, das würde einen Unterschied machen, nein. Tut es nicht. Wirklich nicht. Kein bisschen. So, wir schauen mal kurz, was das für ein wahrhaftigen Receipt war, was wir da gekriegt haben. Fish don't escape while collecting treasures. Also slightly increases the chance to find treasures. Slightly increases the size of your fishing bar. Das ist natürlich cool. Ja, das sollten wir uns vielleicht doch mal gönnen. Aber ich denke, was machen wir beim nächsten Mal? Und damit dann bis dahin.